So, Freunde, hier sind wir wieder am Friedhof und machen gleich weiter. Ich habe das letzte Mal ein paar Muscheln eingelöst, so. Und oh, die Geister können wir ganz normal angreifen, okay? Ja, okay, nein, ich kann jetzt schon wieder normal reden. Gut, das sieht aus, als würde man es sprengen können. Sieht verdächtig aus. Ist es wahrscheinlich auch? Jawohl. Ah, eine Findquelle. Das ist ja toll. Vielleicht kriegen wir hier den Köcher oder. Bis jetzt haben wir die Bombentasche haben wir schon bekommen. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über deine Abenteuer stellen? Klar. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nee, das erste war das Waldelement, ne? Ach so ist das. Gut. Nächste Frage. Dein Großvater ist Albrecht, nicht wahr? Ne, der ist Alberich. Oder? Ich hoffe mal. Dem Elter vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Oh, ich glaube schon, ja. Heißt die Frucht, die man isst, um den Mönch zu verstehen, Laberbirne? Nein. Ach so ist es. Hat der jetzige König von Hyrule das einen weißen Mantel? Nein. Ach, super. Huh. Das will ich dir helfen. Großen Fallköcher, jawohl. Mögest du erfolgreich sein? Ah, das ist. Ich glaube, jetzt können wir 99 Pfeile tragen, oder? Nein. Oh, 70 nur? 10 mehr als vorher? Das ist aber nicht viel. Puh. Naja. Trotzdem cool. Gut, dass ich richtig geraten habe. Oh, die Gegner hier sind schon mal ein bisschen schneller. Gefällt mir. Da muss man auch mal ein bisschen mehr aufpassen. Oh, und die geht nach unten. Ah, jetzt sind wir schon wieder hier unten. Okay. Aber da hoppen wir mal lieber nicht runter. Mir gefällt die Stimme. Oh, oh. Wow. Ah, der schlägt uns hier ab. So, mir gefällt die Stimmung hier in dem Wald. Oh, und jetzt. Erinnert mich so ein bisschen an Minish Cap. Ah, oh Gott. Okay. Ich kann also nichts machen, wenn die mich mal erwischt haben. Sollte man sich besser nicht. Gut, was steht denn hier? Oben. Achso. Das heißt, es gibt immer 3 Wege und ich muss da schauen, wo das Schild ist. Dann gehen wir nach oben. Ah, blöder Geist. Hier ist das Schild. Links, okay. So. Ah. So, jawohl. Wie vorher. Links, ja genau. Oben links, links muss ich mir am besten alles merken. Weil oh Gott. Na, ah, lass mich los. Weil am Ende kommt wahrscheinlich. Oh Gott. Oh nein. Ja, diese komischen Geister. Wie am Anfang oben, genau, ja. Dachte ich mir schon, dass das nochmal kommt, dass ich mir das vom Anfang merken muss. Ach, ich lass mich auch jedes Mal erwischen. So, gut, jetzt aber nicht mehr. Rechts, okay? So. Schön weg mit dir, jawohl. Wie auf dem. Letztes Mal war rechts und dann da war wie am Anfang, also oben, ne? Jawohl. Ah, oh, perfekt. Ich bin nicht mehr sicher, ob das jetzt nach oben war. Gut, mach mir den jetzt mal platt und geh nach oben. Da ist noch ein Geist, das war eine Sackgasse. Ach, ist jetzt hier ein Labyrinth oder was? Ah! Oh Gott, ich muss wirklich besser aufpassen. Weil ich habe jetzt schon die Hälfte meiner der Energie verloren. Okay, wir müssen anscheinend einen Schlüssel finden, ne? Ja. Hier wird Zell, okay. Aber da unten dran ist doch dann später bestimmt noch was, oder? Ah, der Boris aus Ocarina of Time. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Oh, und er drückt uns einfach den Schlüssel in die Hand. Okay. Ja, das. Ich habe mir gerade gedacht, so einfach kann ich doch nicht den Schlüssel bekommen. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn dann daher und hol den Schlüssel zurück. Boris? Er kann sich teleportieren?
Kreine hat deine Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um die Schlüssel wieder zu bekommen. Aber ich will trotzdem den Weg hier gehen. Weil hier waren wir noch nicht. Da ist der Schlüssel. Oh, diese fiese Krähe. Hä? Was ist denn jetzt hin? Oh, Geister. Hä? Die ist doch nach rechts geflogen, die Krähe, oder nicht? Hä? Krähe? Hallo? Muss ich jetzt versuchen, da rechts drauf zu kommen, oder wie? Ich rede nochmal mit Boris. Hä? Sie ist... Oh! Ich bin jetzt so blind. So, da oben, jetzt hockt sie links, okay. Gut, dann beeilen wir uns mal. Hä? Hä? Habe ich mich jetzt vertan, oder? Hier, sie ist nach links, da. Ja, damit. Ach so, ach so. Ich muss ja nicht einfach hinterher ran. Ach Gott, ich stelle mich schon wieder an. Ich muss das so machen. Nicht so am besten. So, ach Mist, da war sie gar nicht. Ich denke, ich muss hier runter rammeln mit den Pegasus-Stiefeln. Wenn ich sie jetzt finden würde. Da ist sie nicht. Okay, ich stelle mich ganz schön doof an gerade. Okay, oder muss ich doch nicht da? Aber ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht richtig getroffen. Jawohl. Ah, so einfach war das. Du hast den Schlüssel also zurück. Du bist zu verträumt, Link. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Ja. Ja, ich bin wirklich zu verträumt. Dann passt hier ein bisschen wenig auf. Gut. Dafür machen kann man ja 2-3 Minuten länger machen oder so. Ich mache dir das Tor auf. Sei vorsichtig. Gut. Ah, das Licht hier geht zum Glück an. Ah ja. Oh. Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in Stadt Hyrule. Da treibt er gerne Schabernack, wie es ihm dort geht. Den kennen wir doch, den Geist, der ist über der Hühnerfarm. Vielleicht wenn wir mit dem hier Fragmente vereinen, dass dann der Bruder irgendwie mal auf die Seite geht, dass wir in das Haus reinkommen. Okay, hier drinnen. Das ist für... Jetzt weiß ich was. So wird das Spiel noch spannender. Aha, ich bin schon so gespannt. Ich will gleich damit anfangen. Macht aber nichts. Oh, sie passen zusammen. Ich glaube, da passiert gleich was. Okay, da müssen wir, das müssen wir uns dann mal anschauen. Können wir die... Manche können wir bestimmt verschieben, genauso wie im Sumpf, oder? Der hier in der Mitte schaut so aus. Jawohl. Aber was hat uns das gebracht? Keine Ahnung, egal. Gut, vermehren können wir eigentlich mit... Oh, okay, da haben wir was entdeckt. Können wir mit dem hier Fragmente fallen? Links, 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 oben, oben. Der Rest des Weges habe ich vergessen. Dann kam noch rechts oben. So, okay, wir müssen hier was... Wir müssen hier später was... ich glaube, wir müssen hier... Hier uns dann draufstellen später als verwandelt, oder? Kann das sein? Ah, okay, hier geht's runter, aber schauen wir uns erstmal um. Da oben ist anscheinend das... Hier müssen wir es draufstellen. Da ist nichts und können... Das da oben öffnet sich wahrscheinlich, wenn wir uns hier draufstellen, aber ich will erstmal da rein. Ah, ein Herzteil. Wir können das zu dritt schon holen, das wäre ja nice. Schaut's aus, ja? Ja, vorsichtig. Schieben! Jawohl. Endlich mal wieder ein Herzteil. Lange her, dass wir wieder eins gefunden haben. Gut, aber was ist das da unten? Können wir da graben? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Okay, das ist jetzt... ist jetzt wohl egal. Wir tun uns erstmal da oben den Schalter aktivieren, würde ich sagen. Mir fällt gerade auf, dass das ganz schön knifflig wird, zu den Dingern dahin zu kommen. Ja, wie sollen wir denn da durch? So, okay. Achso, okay, wir können da einfach, ja. Dann ist es doch nicht so knifflig. Schnell! Ah, oh, in der letzten Sekunde, das war ja fies. Okay, nochmal.
Ja, ich stelle mich den Part schon wieder an, merke ich gerade. Wenn man mal eine kleine Aufnahmepause macht, dann stellt man sich danach auf einmal an, als spielt man das Spiel zum ersten Mal. Ja, ich komme noch durch. So. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum nichts passiert. Perfekt. Ist das jetzt der nächste Dungeon, oder? Es ist zwar das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wir müssen wo müssen wir wohl hingehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob wir ihn wirklich treffen möchten. Hör, man sieht, was die haben. Wow. Wenn das Grab des Königs ist, dann müssen das ja auch irgendwelche königlichen Typen sein, die hier einbandagiert sind und mich umbringen wollen. Wow. Wahrscheinlich ist der König auch schon längst zum Zombie geworden. Halt, Moment mal, können wir die anzünden? Jawohl. Wie in Dings. Nicht so Awakening. Ja, okay, in anderen Spielen. Ja, ich finde es so eigentlich einfacher, weil da können sie nicht rumspringen. Okay, da ist doch irgendwo, ja, eine Falle. Na. Ja, da ist wohl eine Falle. Nehme ich den linken und spring volle Kanne in den Abgrund. Okay, links kommt von Herzen, haha. Autsch. Okay. Dann ist es nicht rechts, autsch. Ja, von Anfang an wollte ich eigentlich in die Mitte gehen, aber naja. War ein Fehler. Okay, da müssen wir jetzt. Das sind Schlüsselsteine, da brauchen wir auch einen Schlüssel quasi. Ja. Schlüsselsteine. Brauchen wir einen Schlüssel? Oh. Ja, ich bleib stehen und lass mich treffen. Genauso macht man das, Link. So, okay, ich würde sagen. Ja, wir müssen versuchen, Schelle zu aktivieren, ohne. Ja, das warten wir erstmal, bis der auf die Seite ist. So, okay. Ach, ich rede gerade immer so wenig, weil jetzt muss man sich hier langsam echt konzentrieren im Spiel. Wir gehen nicht so arg, aber es wird schon kniffliger auf jeden Fall. Zum Beispiel stellen wir hier da. Muss man schon mehr aufpassen. Aber ich. Nein, warte. Ich will allein auf der rechten Seite stehen, also der echte Link quasi. Oh, schaffen wir das noch? Gerade so, aber. Okay, rüber schnell. Ah, oh, perfekt. Sehr gut. Und der nächste kleine Schlüssel. So. Aber dann haben wir eigentlich den Friedhof schon fast komplett abgeschlossen, oder nicht? Sehr viel mehr gab's hier. Oh, oh, oh. Ah, überall diese kleinen Fallen. Genauso gefällt mir das, aber ich bin schon gar nicht mehr gewöhnt von Minish Cap. Okay, ich glaube, hier muss ich Fackeln anzünden. Und dann kommen wahrscheinlich erstmal Monster, oder? Ja, war klar. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn anzünden will, aber ich glaube eher nicht, weil. Autsch. Ja, das geht so schneller. Okay, da müsste jetzt das Grab sein, oder? Ah, wir haben ja auch wieder die Musik. Oh, und hier gibt's. Achso, ich dachte, hier gibt's ganz viel Zeug. Ach ja, genau, ich habe wieder mal so viel Geld, weil ich eben die Muscheln eingelöst habe. Und immer wenn man eine Figur bekommt, die man schon hat, bekommt man 5 Rubine und. Ja, da bekommt man da mal schnell ein paar hundert zusammen. Okay, aber gut, was haben wir hier? Ah, der Geist. Kind, dass du versuchst, meine Erbin Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glücksfragment. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen? Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie sein? Ah, wir werden rausgebeamt. Zurück im Tal der Königsfamilie. So, aber was ist das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. So, einfach mal ausprobieren. Vielleicht kommt das noch, aber kann auch sein, dass ich, noch was ganz anderes machen. Oh, mit dir können wir schon wieder Fragmente vereinen. Machen wir noch mal. Das erste Mal hat er sogar was relativ Gutes gebracht. Nicht einfach nur irgendeine Schatztruhe. Ah, jetzt hat. Kommt er wahrscheinlich wieder zurück zum Friedhof. Ja. Warum habe ich nur bisher so viel Schabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich wurde erleuchtet.
Also, nackt, ich erwarte dich im Nirvana. Er ist tot. Okay, gut. Können wir nochmal dann? Nö. Okay, aber ich glaube, mit Boris könnten wir doch auch mal vereinen, oder? Weil ich bin mir nicht sicher, ich denke nicht, dass ich eigentlich mit jedem Fragmente vereinen will. Aber das gehört, würde eigentlich zu 100% dazugehören, aber ob ich das eigentlich will, weil es ist schon eine ganz schöne Arbeit. Aber hier passiert einiges, merke ich gerade. Okay, da oben. Ich hoffe mal ein Herzteil. Passt perfekt. Gehen wir mal rein und raus, vielleicht können wir wieder mit ihm vereinen. Ja, mach mal, okay. Grün. Ich denke, Grün sind immer einfach nur Geld oder sowas. Gut, auch am Friedhof oder... in der geheimen Welt... Nein, die Ruinen des Windes, genau. So heißt es ja. Okay, da können wir als Minisch rein. Passt perfekt. Gut, nochmal rein, raus. Okay, mehr können wir nicht mit dir machen. So, dann hier oben rein. Wo es zum Glück wieder hell wird. Mit dir können wir nichts mehr machen, okay. Da. So. Okay. Keine Schlangen. Oh. Hallo? Das sind Grabsteine weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier. Komm ich ab und zu besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Komm auf jeden Fall vorbei, ja? Und 100 Muscheln. Ja, gut, dass ich die weggebracht habe. Ja, okay, dann fangen wir mal vereinen mit dir. So. Und die Blauen werden uns schon bald, werden uns schon langsam wieder knapp, sehe ich, merke ich langsam. Können wir jetzt hier in den Wasserfall oder wie? Das wäre cool. Okay, nice. Ich sollte öfter Fragmente vereinen, merke ich gerade. Da bin ich aber froh. So, okay. Dann machen wir hier gleich mal die Leute, wo hier vereinen wollen, damit wir hier nicht nochmal hin müssen. Das hätte ich vielleicht von Anfang an schon machen müssen, aber da hatten wir noch nicht genug. Ja, das passt perfekt. Wunderbar. So. So gehen diese Dinger wahrscheinlich weg, oder? Oder? Jawohl. Das erklärt einiges. Okay. Das ist aber noch nicht sehr einfach, recht, dass man hier viermal das gleiche Animationsding genommen hat. So, nochmal mit dir, oder? Oh, nochmal, okay. Gut, von den Grünen haben wir ja genug, da macht das nichts. So. Ja, der Part ist schon wieder sehr lang, aber ich denke, durch das Fragmente vereinen, das macht ja nichts, wenn ich das noch schnell hinten dranhänge. Okay, der bringt nochmal 100, glaube ich. 100 Rubine, wenn man den umlegt. Jo, passt perfekt. So, wieder raus und wieder rein. Das müsste jetzt aber alle gewesen sein, oder? Ja, okay. Gut, dann haben wir eigentlich alles erledigt, was geht, außer dieses Ding hier unten, wo ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Werde ich mal irgendwie nachschauen oder sonstiges machen. Ja, okay, das sagt auch nichts mehr weiter. Gut, dann gehen wir mal zurück. Was haben wir denn? Genau, wir sollen zur Quelle gehen. Aber, ja, egal. Ach, schauen wir es. Gehen wir erstmal in die Stadt Hyrule und beende ich dann da den Part. So. Gut. Gibt es hier oben eigentlich keinen Teleporter-Grabstein oder sowas? Ich habe keinen gesehen, ne? Hier denke ich auch nicht. Wenn ich irgendwas ganz offensichtlich gesehen habe, könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Wäre cool. Gut, wir sind hier wieder in der Stadt und ich würde sagen, ich beende hier mal den Part. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis bald. Ciao.